Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Ass Reiter und wir sind hier in Staffel Nummer 3, Folge 2 von Simotrans mit dem Comic Pack. Ja, wir hatten letztes Mal hier schon die Linien angelegt, geschaut, wie wir da weiterkommen, dass hier welche fahren und sowas. Wir müssen noch weiter anbinden. Gütersloh war auch schon angebunden, glaube ich. Aber von da aus haben wir noch nicht weiter angebunden. Das müssen wir dann auch noch machen. Wir müssen gucken, wie viele Leute jetzt hier schon zum Beispiel in Neubrandenburg stehen. Kommen gerade auch welche zu, welche wollen noch nach Gütersloh, welche wollen nach Achim und das müssen wir im Auge haben. Ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir, dass wir unser System, unser Netzwerk der Bushaltestellen erweitern und gucken, wie es weitergeht. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken. Hier war gerade eben schon gesagt, dass Gütersloh doch welche hat. 3 Passagiere, aber hier gehen auch wieder über Köln, Achim. Das ist erstmal soweit gut. Wir hatten ja hier schon einige Kutschen am Laufen. Ich würde mal sagen, dann gehen wir hier von Gütersloh weiter. Neubrandenburg sind die, okay. Und dann nach Bad Zwischenahn bauen wir eine Linie auf. Das heißt, wir gehen hier hin, neue Linie. Das ist der Regionalbus Bad Zwischenahn nach Gütersloh. Schuss. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Haltestelle, die wir noch nicht gebaut haben. Da. Die kommt dorthin. Das lassen wir mal ruhig offen, weil wir werden ja gleich noch weiteres bauen. Gehen dann in die Linie schon rein, das passt schon, und fahren erst nach Gütersloh und dann hierhin, weil das Depot näher an Gütersloh dran ist. Das bedeutet, die Linie ist fertig, geht zum Depot gerade, das machen wir auf, holen uns ein Gespann, was schnell ist, mit der Kutsche, die schnell ist, und setzen das auf die neue Linie bei Zwischenahn Gütersloh und starten dann. Sehr gut. Depot können wir auflassen, da müssen wir ja dann nachher auch noch hin. Jetzt haben wir hier Lüneburg und Gütersloh, da können wir auch eine neue Linie bauen. Machen wir gleich hier die Haltestelle hin, hier oder da. Ich glaube, ist eigentlich ziemlich egal, ne? Ah ne, da geht's nicht, also da. Machen wir es dahin. Machen dann eine neue Linie. Regionalbus Gütersloh nach Lüneburg. Schuss. Wir kommen von hier wieder und nach da Lüneburg. Haben das. Können das schließen. Machen ein Pferdchen wieder auf mit einer Kutsche dran und gehen hier auf die neue Linie Gütersloh-Lüneburg. Und starten das Ganze. So, dann müssen wir gucken, wo Lüneburg als nächstes hinkommt. Okay, da können wir hier das Schloss mitnehmen oder Burg, was es auch immer ist, und fahren nach Zweibrücken. Das heißt, wir bauen erstmal 2 Haltestellen, die hier ist und die da ist. Und machen dann eine neue Linie, die dann da heißt... Was war das? 2 Brücken. Das heißt, wir fangen mit Regionalbus Lüneburg 2 Brücken. Schuss. Ich weiß gar nicht mehr, woran das mit dem UE und Ü war. Ich glaube, da gab es irgendwann mal einen Anzeigefehler damals. Deswegen habe ich jetzt gedacht, mach das mal wieder so. Gehen jetzt nach Lüneburg als erstes. Fügen die hinzu, fügen die hinzu, fügen 2 Brücken hinzu und auf dem Rückweg geht es nochmal hier rüber. Und dann haben wir die Linie fertig. Die können wir schließen und holen hier wieder ein Pferd und eine Kutsche und setzen die auf die neue Linie, die da Lüneburg 2 Brücken heißt und starten das Ganze. Hier unten bei Ende, na genau, passt. Das heißt... Die fahren da lang, da haben wir, Zwischenahn hatten wir auch. Das ist erstmal alles gut, denke ich, oder? Hier müssten jetzt ganz viele Kutschen irgendwo sein. Die fährt auch raus.
Okay, das heißt, hier sind wir fast fertig oder sind wir fertig? Ne, ich glaube, hier lassen wir gerade auf die Karte gehen. Achim, das haben wir angeschlossen letztes Mal mit dem und jetzt ist angeschlossen das mit dem. Das bedeutet, das passt erstmal. Friedrichsdorf war, glaube ich, einzeln ohne Straße. Genau, das konnten wir nicht anbinden. Straße können wir noch nicht machen, ist einfach zu teuer, werden wir uns nicht leisten können im Moment. Können ja mal gerade hier reingucken. Oh, die Marge ist gerade null. Wir haben noch gar keine Einnahmen irgendwo. Dann müssen wir gucken, dass das besser wird. Aber irgendeine Kutsche wird leer abliefern und dann klappt das schon. Das heißt, wir sind damit erstmal durch. Dann haben wir hier noch Willig, Bünde und Ettlingen und die werden wir jetzt als nächstes anschließen, denke ich mal. Und schauen, dass wir die drei Städte auch verbunden kriegen. Na, dann gehen wir doch da mal hin. Dieses können wir dann zumachen. Machen hier irgendwo ein Dingens auf. Wie heißt es? Ein Depot auf. Warte, das können wir offen lassen, weil da kommen die Linien ja auch rein. So, erst eine Straße, damit man ein Depot hinsetzen kann. Wo baut man das hier am schönsten hin? Am schlauesten hin? Ich denke mal hier irgendwo, oder? Weil hier will ich die Stadt ja ausbreiten lassen. Dann will ich das Depot nicht noch da der Stadt was klauen, oder? Machen wir es mal dahin. Setzen das da hin. Dann machen wir drei Haltestellen dahin. Wo setzen wir die hin? Hier? Oder hier? Wenn wir hier machen, dann ist es schlecht. Obwohl der Hafen, hier wird ja ein Hafen hinkommen. Der deckt das dann da nachher ab. Also können wir es schon hier hin machen. Passt. Hier spielt es, glaube ich, keine Rolle so wirklich. Also dahin und hier hinten bei Willig. Macht Sinn, das hier hin zu machen, weil wir den Kartenrand dann abdecken. Passt. So, neue Linie. Regionalbus. Bünde. Willig. Schuss. Dann ist das da oben eingetragen. Und da einmal bitte. Und da einmal bitte. Und schon ist die Linie fertig. Kann dann geschlossen werden. Ja, dann haben wir noch die zweite Linie, die wir neu machen. Und die ist von Bünde nach Ettlingen. Und das ist der Regionalbus Bünde Ettlingen. Und da war noch das Minus zwischenzusetzen mit einem Leerzeichen. So sieht es schick aus. Bünde Ettlingen haben wir. Schuss passt. Kann zu. Jetzt zum Depot und zwei Kutschen draufsetzen. Das mit dem. Auf Bünde Willig war das erste, was wir gebaut haben. Dann sollen die auch zuerst fahren. Das zweite, das Gespann mit der Kutsche und nach Ettlingen auch nochmal und starten. So, dann haben wir das hier auch. Stehen da schon Leute? Nö, das dauert noch einen Moment. Dann haben wir das erstmal erledigt und jetzt können wir schon die erste Geschichte hier reingucken in unserer Liste mit den Haltestellen. Und wartend ist schon drinne, Priorität ist auch schon hoch und wir haben schon 27 Leute hier in Königsbrunn. Endstation und tausend von Leuten stehen da schon. Das ist ja der Hammer, oder? Wieso sind da so viele Leute? Warum wollen die hier alle weg? Das sind 27 Leute, die hier weg müssen. Oder müssen nicht, aber wollen. Das heißt, eine Kutsche reicht da bei weitem nicht aus. Und zwei reichen auch nicht aus, ne? Machen wir so. Machen wir so. Das war jetzt Königsbrunn nach Jena. Und da kannst du gleich schon zwei drauf machen, oder? Starten. Ja. Ich will sie eigentlich nicht nacheinander fahren lassen, ne? Komm, machen wir einen kleinen Sporsprung für die andere Kutsche. So, und dann starten wir die auch. So, das bedeutet aber Jena Köln, können wir gleich auch schon eine Kutsche drauf machen. Wie bestehen denn hier? Ach Gott.
15, 9, 3, also 9 Passagiere hier runter ist schon eine Menge auch. Sind schon 2 Kutschen, da fahren 3 Kutschen. Das heißt, hier kannst du noch mehr Kutschen draufsetzen, weil 15 und 3 sind schon 12. Plus die unten, die noch durchfahren wollten. Meine Güte. Das heißt, das mit dem und dann Jena Köln war das. Diese. Wir hatten schon unten mehr gemacht. Mach gleich schon 3 daraus. Die fahren jetzt natürlich alle. Ach, da sind sogar 4 geworden. Naja. Wird bestimmt auch so passend sein. Königsbrunn brauchen wir jetzt gerade nicht. Jetzt gucken wir in Köln rein. Stehen auch schon so viele. 3 wollen sogar nach Gütersloh. Nach Jena 3. 12 über Jena. Also das heißt nach da hinten, nach Königsbrunn noch weitere. Das heißt, das war gar nicht verkehrt, so viele da drauf zu haben. Und wie wir wollen jetzt nach da, nach Neubrandenburg 3, nach Gütersloh 3. Das heißt, 2 Kutschen können auf jeden Fall da noch mehr drauf. Depot habe ich wohl schon wieder zugemacht. Na, ja, jetzt habe ich wieder eine Kutsche erwischt, glaube. Und die nächste Kutsche erwischt. Und wieder eine Kutsche erwischt. Und da haben wir endlich das Depot. Ja, die können wir ja mal zumachen gerade. Und was machen wir jetzt? Wir machen jetzt hier ein doppeltes Gespann mit der Kutsche. Und von Köln nach Brandenburg, Neubrandenburg. Köln nach Neubrandenburg. Kannst du zweimal kopieren. Starten, starten, starten. Die fahren auch. Wie sieht's jetzt hier aus? Auch 27 am Stehen. Nach Achim wollen 6 und über Achim wollen nochmal 6, sind 2 Kutschen voll. Wir haben da 2 Kutschen drauf oder eine? Da sind 2 Achim-Kutschen, oder? Die hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon dazu gekauft. Achim Neubrandenburg. Achim Neubrandenburg, ja, haben wir. Ja, das würde ja eigentlich reichen hier. Nach Gütersloh wollen auch 6er, haben wir eine Kutsche. Okay, das würde ich jetzt erstmal so lassen wollen. Wie sieht's denn in Gütersloh aus? Mach mal zu, oder? Ja, das können wir zumachen. Das können wir auch zumachen. 11 Passagiere wollen noch nach Neubrandenburg. Das heißt, eine Kutsche reicht nicht und da fährt nur eine, oder? Ich glaube ja. Das heißt, wir machen da schon wieder, ach, da ist schon wieder eine Kutsche in dem Depot. Und noch eine Kutsche im Depot. Ich darf das nicht zumachen. So. Den. Mit dem. Und dann Gütersloh Neubrandenburg. Den. Kopieren. Und 2 davon fahren lassen. Obwohl, Neubrandenburg und da gehen noch 7 weitere, das sind dann schon 18. Zack. Noch eine Kutsche, nochmal fahren. 3, passt. So, die läuft. Wo fährt's denn noch hin? Nach Lüneburg 3 und nach über Lüneburg 3, okay. Ja, das ist ja erstmal zurückhaltend dann, ne? Da würde eine Kutsche reichen. Lassen wir erstmal die so stehen. Was sagt denn Bad Zwischenahn? Oh. 18 Passagiere über Gütersloh. Und 6 Passagiere nach Gütersloh. Das heißt, eine Kutsche haben wir da drauf. Reicht natürlich auch nicht. Das ist das gleiche wie bei Königsbrunn hier, Bad Zwischenahn. Endbahnhof aber, ne? Gütersloh, Lüneburg. Ach so, Bad Zwischenahn, das muss ganz oben sein. Da. 1, 2, mach 3 mehr drauf. Das sind sogar 4, aber ich glaube, das können wir auch lassen, das spielt keine Rolle. Nicht das Depot zumachen, das wäre schlecht. Weil wir müssen jetzt gucken, wie viel stehen jetzt hier. Nach Lüneburg immer noch 3 und auch 3 über Lüneburg. Wie sieht's denn in Lüneburg aus?
13 nach Gütersloh, also hast du schon erledigt. Die eine Richtung sind zwar nicht so viel, aber in der anderen Richtung sind mehr. Das ist Lüneburg, Gütersloh, Gütersloh, Lüneburg. So, wie viel brauchen wir denn? Eine Kutsche ist drauf. Und noch zwei dazu. Also nochmal kopieren, starten und starten. Und wie sieht es dann hier unten aus bei zwei Brücken? Auch ein Endbahnhof, auch ohne Ende Leute drauf, ne? 27 Leute wollen da unten weg. Das ist wie auf der anderen Seite bei Königsbrunn. So, und hier haben wir jetzt Lüneburg, zwei Brücken. Und lass die mal laufen. Mal gucken, was dabei rumkommt. So, das haben wir alles hier auf dieser Seite erledigt. Können einmal Königsbrunn. Stehen jetzt nur noch 21. Ne, stehen immer noch. Das sind ja immer noch. Das ist ja klar. Sind noch reichlich da. Ach so, ist auch im Endbahnhof hier, ne? Bad Mergentheim. Nach Achem geht die Reise da. Sind zwei Kutschen drauf. Reicht nicht. Also doch nochmal das Depot da unten auf. Mal, warte, dann lass uns auch gerade in Achem reingucken. Oh Mann, da auch so viele. Es läuft, ne? Okay, das würde bedeuten, ich würde eine nach Neubrandenburg aufsetzen und zwei die anderen. Ah, da kommen jetzt lauter Kutschen raus, ne? Gut. Die sind schon mal weg. So und so. Und Achem Bad Mergentheim. Und kopiere das mal. Fahren zwei mehr. Und dann brauchen wir noch eine Kutsche von Achem nach Neubrandenburg. Ja, machen wir nur eine. Das soll erstmal reichen. Gut, das läuft. Jetzt gehen wir übers Wasser nach wie heißt das? Willig und Bünde und gucken uns da noch einmal an, was hier so passiert. Nix. Sind denn Kutschen schon unterwegs? Ich glaube ja, ne, oder? Ja, da ist er. Und hier sind drei Passagiere, die nach Bünde wollen. Das reicht erstmal, aber es kann natürlich daran liegen, dass die noch nicht am anderen Ende angekommen sind, ne? Ah, hier sieht es schon so aus, aber nee, auch noch nichts passiert. Okay, auf der Seite ist ein bisschen Mauer. Hier ist das Geschäft, was uns Geld kosten wird wahrscheinlich. Erstmal. Wird schon kommen, würde ich sagen. Gut, das bedeutet, wir sind hier... Ja, mit Jena, ey, da 27. Aber wir haben da ja aufgerüstet erstmal. So, lass uns mal in die Liste gucken mit dem Geld. 61% Marge, das ist gut. Das heißt, wir machen Plus. Da kommen wir schon mal mit klar. So, was haben wir jetzt noch auf der Karte? Das andere war uns zu teuer, hatte ich glaube schon erwähnt. Weil wenn wir jetzt gucken, dass wir so einzelne Dörfer hier untereinander verbinden, zum Beispiel Schwandorf hier. Lass uns da mal gerade reingucken. Und Lippstadt, wenn wir die beiden jetzt hier verbinden mit Schiff, würde das uns hier technisch etwas zu viel kosten, weil das Depot hat einen Unterhalt von 320. Der Hafen auch nochmal 320, sind 640, 960, weil wir brauchen ja zwei davon. Dann kommt noch ein Schiff dazu, was wahrscheinlich auch noch Geld kostet. Und damit ist es nicht getan, weil wir müssen ja auch noch hier Straße bauen, da Straße bauen. Und müssen das auch noch anbinden. Deswegen schließen wir das mal aus, weil wir in der letzten Staffel da, glaube ich, dran bankrott gegangen sind. Hier Willensdorf das gleiche. Und auch jetzt von Willensdorf zum Beispiel zur Burg zu fahren, hier rum mit einer Straße. Die Straße kostet auch Unterhalt, das ist zu teuer. Na? Definitiv. Wir müssen da jetzt erst weiter optimieren. Denke, das kriegen wir aber hin. Das läuft ja alles erstmal ganz gut. Diese Seite jetzt noch nicht so ganz so prickelnd wie die andere. Aber auf der anderen, da können wir uns ja wahrscheinlich schon die Taschen mit Geld vollstopfen gefühlt. Ne? Also dieses hier subventionieren wir ganz locker damit. Ist natürlich nur eine Kutsche jeweils da. Gut, okay. Dann ist das geklärt. Würde ich sagen,
schauen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.